Meine Freunde denken, nur weil ich auf Hawaii wohne, lebe ich im Paradies. Wir schlürfen hier alle nur Mai Tais und gehen surfen. Das letzte Mal gesurft bin ich vor 15 Jahren. Ich hatte das Buch gelesen und wollte unbedingt einen guten Film daraus machen. Als Autor und Regisseur wollte ich etwas dazu beitragen. Als Leser mochte ich die emotionale Geschichte dieses Mannes, dessen Frau im Koma liegt. Das hatte ich bislang noch nicht in einem Film gesehen. Vor 23 Tagen wurde meine Frau aus einem Boot geschleudert und verletzte sich schwer am Kopf. Ich bin der Ersatzelternteil, die Zweitbesetzung. Du musst mir helfen, was soll ich mit ihr machen? Und seit Elizabeth im Krankenhaus liegt, stellt sie mich auf die Probe. Du hast wirklich keine Ahnung, oder? Mom hatte einen anderen Typen. Ich habe schon in etlichen Filmen einen Vater gespielt, oft auch einen Ehemann. Aber dieser hier unterscheidet sich sehr von den anderen. Er ist viel emotionaler und sehr stark mit der Familie verbunden. Die Herausforderung bestand für mich vor allem darin, dem Stoff gerecht zu werden. Es ist eine heikle Geschichte, die in gewisser Weise vom Erwachsenwerden handelt. Unglücklicherweise ist es ein 50-jähriger Mann, der hier erwachsen wird. Und als wäre das nicht schon schlimm genug. Du willst das jetzt vielleicht nicht hören, aber sie war einsam. Wer ist er? Ich will wissen, wer der Kerl ist, den meine Frau getroffen hat. George ist ein großartiger Schauspieler und das nicht, weil ihn andere gut aussehen lassen. Er wollte nicht unterschreiben. Er ist einer dieser Schauspieler, die in der einen Sekunde Witze machen und in der nächsten in ihre Figur eintauchen. Hier sieht man die verletzliche Seite von George Clooney, seine menschliche Seite. Guten Morgen. Ich spiele Alexandra King. Sie ist 17 und steckt in einer schwierigen Phase in ihrem Leben. Im Verlauf des Films macht sie eine wundervolle Wandlung durch. Zum ersten Mal wird sie wirklich gebraucht. Sie kommuniziert mit ihrem Vater und überlässt ihm sogar fast die Vorreiterrolle in ihrem Leben. Wie geht's dir? Verkatert? Warum wundert mich das nicht? Ich dachte, du wolltest die Kurve kriegen. Ich habe die Kurve bereits gekriegt. Ich habe nur was getrunken. Ich mache mich zurzeit sogar richtig gut. Das scheint bloß keinen besonders zu interessieren. Schon als ich das Buch las und entschied, es zu adaptieren, dachte ich, das wäre eine gute Rolle für George Clooney. Romanautorin Cowie Hemmings sah das genauso. Und so nahmen wir uns vor, ihn zu bekommen. Man kann sich als Schauspieler schützen, indem man mit guten Leuten arbeitet. Mit Alexander wollte ich schon sehr lange arbeiten. Ich hatte immer großes Glück im Verlauf meiner relativ kurzen Filmkarriere. Für all meine 5 Filme konnte ich tolle Schauspieler an Land ziehen, weil sie die Figuren aus dem Drehbuch unbedingt spielen wollten. Das ist Sid. Hallo, Sid. Ey, was geht, Alter? Mach das nie wieder, klar? Wenn man mit Alexander arbeitet, vertraut man ihm vollkommen und macht das, was er verlangt. Jeder Schauspieler will mit ihm arbeiten, weil er einem die Freiheit lässt, das zu tun, was man will. Mit bestimmten Einschränkungen, die für die Geschichte wichtig sind. Wenn etwas nicht funktioniert, bittet er dich freundlich, es zu ändern oder anzupassen. Aber wenn es funktioniert, dann sagt er dir das auch. Was du da durchmachst, ist hart. Ich halte mich irgendwie über Wasser. Was machst du überhaupt, wenn du ihn siehst? Redest du mit ihm? Haust du ihm eine rein? Ich will ihn einfach nur mal sehen. Ich glaube, dass die Geschichte jedem Zuschauer die Möglichkeit gibt, sich damit zu identifizieren. Es geht um so viele verschiedene Emotionen und Aspekte des Lebens, dass jeder einen Anknüpfungspunkt findet. Ich vermute, ich will einfach Filme machen, die ich noch nie gesehen habe. Die Arbeit ist einfacher, wenn das Drehbuch richtig gut ist. Und in Hawaii zu sein, macht auch nicht gerade unglücklich. 2 Golden Globes für bester Film und George Clooney als bester Schauspieler machen das Glück perfekt. The Descendants, Familie und andere Angelegenheiten. Ab 26. Januar nur im Kino.